Ich hatte eigentlich nicht vor, hier zu bleiben. Ich muss telefonieren. Detective Billings am Apparat? Sheila. Mystery Man, bist du das? Ich hielt dich eigentlich für tot. Hast mich vermisst? Nein, ich liebe den wachsenden Berichtsstapel auf meinem Tisch. Bitte sag mir, dass du deshalb anrufst. Ich habe kaum noch Geld und Vorräte. Nun, es gibt genug zu tun. Alle Schläger, Gangster und Vorstadtgorillas kämpfen um das größte Stück vom Kuchen, da Lucky Quinn und Irak tot sind. Und im Department gehen mir die vertrauenswürdigen Leute aus. Schick mich nur in die richtige Richtung und ich mache die Drecksarbeit. Gegen Geld. Steuergelder halten die Schurken von der Straße. Ist es nicht schön, wenn das System funktioniert, mein Engel? Du bist böse. Moment, ich schick dir, was ich hab. Ich guck mal auf die Karte. Ich hab dir eine Gruppe markiert. Den Chicago South Club, jetzt unter der Leitung von Quinns Stammhalter. Okay. Ein paar von denen sind einmalige Gelegenheitsziele und ein paar sind nur als Botschaft zu verstehen. Knüpf sie dir täglich vor, damit sie sich beobachtet fühlen. Und denk immer dran, wenn du erwischt wirst. Kenne ich dich nicht. Gut. Ruf mich an, bevor du reingehst. Okay, Moment, erstmal markieren. So, markiert. Gut. Dann mal ab hin da mit unserer geilen Karre. Oh ja. Mit der komme ich schon ein bisschen besser klar. Hat auch eine gute Geschwindigkeit unter der Haube. Oh ja. Und der Sound ist nebenbei auch recht geil, ey. Ja, gefällt mir. So. Boah, der Sound, ey. Oh. Ich liebe immer noch diesen Sound einfach von Watch Dogs, ey. So, schwindendes Signal. Sheila, ich bin jetzt da und werde gleich reingehen. Okay. Pass gut auf dich auf. Diese Typen sind vernetzt. Wären sie das nicht, hätte ich sie schon längst hinter Gittern. Irgendwer behindert mich. Was bedeutet, dass sie mächtige Freunde haben? Was bedeutet... Dass sie die teuerste Ausrüstung haben. Da zähle ich drauf. Lass dich nicht auf. Ich schicke dir alle Informationen, die ich zu ihnen gesammelt habe, damit du weißt, auf was du dich einlässt. Danke, Detective. Okay, die Kameras... sind eigentlich irgendwie für'n Arsch. Ha. So, meine lieben Freunde, kleiner Cut. Geht auch schon wieder weiter. So, wie kommen wir jetzt hier am besten rein? Ha. Einfach hier noch rein, einfach hier rein, so. Ist denn hier jemand? Da ist einer, den sehe ich schon. Da oben ist ein Sniper. Und noch ein Typ scheinbar. Ja. Ach, wisst ihr was? So. Und schnell zum Sniper. Komm schon! Jawohl. Okay. So, wir haben schon mal die ausgeschaltet. Den kann ich sprengen. Profile Y. Der zwei aufzumischenden Personen anlegen. Okay. Was ist da oben los? Ah, den sollen wir niederschlagen. Okay, gut. Gut zu wissen. Der ist da ein bisschen verbuggt, auch schön. Uiuiui. Da hätte mich ja fast einer gesehen. Was macht der denn da? Ah. Ist ja nicht so geil, was da jetzt gerade abgeht.
Der ist total verbuggt da irgendwie. Ha. Den einen muss ich niederschlagen. Da ist der nächste, den ich niederschlagen muss. Da hat jemand das gesehen. Ah. Ja, aber auch unschaffbar, ey, wenn die sich da verbuggen, ey. Down. Den nächsten muss ich dann niederschlagen. Komm schon. Jawohl. Der ist down. Der ist ja direkt da. So. Puh. Nicht gerade perfekt, aber naja. Schiede. Alles erledigt. Du hast es noch drauf, Mystery Man. Dein Geld ist unterwegs. Wie gesagt, es gibt viel zu tun, wenn du willst. Ich sag Bescheid. Okay. Nee, das will ich nicht. Ich will Fähigkeitsbaum mir anschauen. Was haben wir denn beim Straßenschläger eigentlich? Naja, Schocker, untersuchen können sie in Waffen und viele bessere Preise erzielen. Aha. Okay, fahren. Defensierer, Fahrer. Hacken. Zusatzakku hier. Ja, das nehme ich gerne. Zusatzakku ist immer gut. Und Poller nehme ich auch. Aiden, ja. Moment, erstmal die Kampagne hier markieren. Das Straßenschläger. Eine Nebenmission und da ist die Kampagne. Kann man da nicht eine Schnellreise irgendwie hinmachen? Schaut's aus mit der Schnellreise? Ne. Nehmen wir uns die Karre halt. Dann fahren wir da schnell hin. Bitte nein. Ist halt so, wie es ist. Eine andere Karre wäre mir auch lieber irgendwie. Eine schnellere. Aber naja. Ist halt gerade keine da. Obwohl, eigentlich... Oh. Ich wollte schon sagen, eigentlich ist die Karre, die wir gerade hatten, doch recht geil, aber naja. Die gelbe ist danach natürlich schon viel besser. Nein, tu's nicht. Wie das sich aufregt. Du miese Sau. Ich muss das leider jetzt so machen. Sonst hätte er die Cops gerufen und darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt null Bock. Ich weiß, man kann das Handy auch außer Hand hauen, aber ich war gerade nicht so wirklich in seiner Nähe. Von daher musste ich ihn jetzt leider erschießen, aber ja. Hauptsache keine Cops. Boah, die Karre geht ab. Die driftet richtig geil, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, mit der Karre sind wir auf jeden Fall in Nu bei der nächsten Kampagne. So. Boah. Ist das eine geile Karre. Die Bedürfnisse, wie in jeder. Eins konnte dabei ist immer gut, mir auf den Sack gehen. Aber er ist abhängig und wird mitspielen müssen. Und wenn es eine Chance gibt, ihn da rauszuholen, dann schulde ich ihm es auch. Und ich riskiere eine ganze Menge dabei. Soweit ich weiß, hat er mich bereits verpetzt. Scheiße.
So, jetzt hier runter. Mach hin! Go, go, go!